Moin, moin allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit MyTimeAtPort. Ja, und ich muss pausieren, denn es ist ein neues Update gekommen. Da hatten wir richtig Glück gehabt, denn ich wollte mal zur Sicherheit doch wieder 1, 2, 3, 4 Folgen auf Vorrat aufnehmen. Und dann war das neue Update da. Und nach dem, was ich beim Changelog alles gesehen habe, ach, gehen wir doch schon mal raus. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit nur im Pausebildschirm labern. Da ist enorm viel dazu gekommen. Da sind natürlich neue Quests gekommen. Die haben jetzt mehrere Schreiber, die nur für Dialogzeilen und Stories und Quests und sowas für Nebencharaktere auch zuständig sind. Finde ich richtig cool. Und für jemanden, der so ordnungsfanatisch ist wie ich, gibt es ein paar Features, die mir das Leben um einiges leichter machen, weil unter anderem halt auch beim Crafting jetzt wohl aus den Truhen Gegenstände genommen werden können. Man muss sie nicht immer ins eigene Inventar tun, soweit ich das richtig gelesen habe. Möbel sind jetzt färbbar und ganz, ganz viele Sachen mehr. Level 3, Assembly Station und so weiter und so fort. Aber egal, liebe Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Tja, so bin ich halt. Genauso wie es ein Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Die Handelsgilde von Portia. Sammeln wir ein. Ist auch neuer Dungeon hinzugekommen, neues Gebiet glaube ich auch, die Highlands oder sowas, aber ich glaube, da sind wir weit von entfernt, noch immer. Also es ist enorm viel in dem Update dazu gekommen und halt auch viele geile Komfort-Features. Muss mal gucken, wenn ich jetzt was craften will, nehmen wir hier mal so dieses Stationchen. Übungsschwert, ja. Einfache Axt. Aha, ja, das sind definitiv die ganzen Steine aus meinen Truhen, die jetzt mit reinspielen. Ach, ist das herrlich. Das ist cool. Das finde ich echt geil. Da ist denn meine Unordnung nicht mehr ganz so schlimm. Was nicht heißt, dass ich jetzt noch schlampiger sein sollte. Muss nicht sein unbedingt. So, der Drucker, den haben wir schon mal. Den können wir ja die Mission gleich schon abhaken, ne? Lesen die darüber, genau. Dieses Ding will ich machen. Warte mal. Das gibt ja kein Geld. Das sind ja nur Erfahrungspunkte. Wieso gibt es da kein Geld für? Das ist ein Skandal. Wo kommt die denn her? Na, mir egal. Wir haben jetzt alte Handschuhe. Weil aus dem Nichts irgendwie eine... Was sind denn das hier für Markierungen? Ach so, das sind neue Markierungen für die Dingers. Die sehen jetzt anders aus. Ha, noch eine Truhe. Das Menü sieht übrigens jetzt auch völlig anders aus. Da, also das Hauptmenü. Da ist das ein oder andere dann doch geschehen. Ach ja, Higgins, die gehen ja alle zur Kirche am Sonntag. Nur ich bin hier ja so ein bisschen ungläubig, sag ich mal. Ich bin hier der Atheist unter den... Ach, Antoine auch offenbar. Sehr löblich. Kann ich ja noch immer nicht. Das ist ja kacke. Na gut, da muss ich hier eben ein bisschen wegklöppeln. So, weg damit. Ja, das ist eindeutig. Und, was gibt's hier noch? Haha, gute Frage. Ach, da. Zack. Dann gehen wir das... Ach, das war kein Nudelholz, sondern ein Schleifstein. Naja, ist das gleiche, nur anders. So, da kann weg und fertig. Och, ist das gut. So, und dann können wir hier noch... gute Frage. Jetzt ist guter Rat gar nicht mal so... ungünstig. Da hier zum Beispiel. Das kann weg. Und was kann noch weg? Ja, das hier sieht auch überschüssig aus. So wollen wir das doch. Tja, und fertig ist die Laube. Ui. Verteidigung plus 18, das ist mal ein richtig nices Item.
Gott, ich verwende Jugendsprache. Ich habe nice gesagt. Beziehungsweise nices. So, wo kann ich das denn hinbringen? Martha's Delivery. Nun, irgendwo muss ich doch hier mein Gedöns ab. Emily möchte was und Lee möchte was. Ja, Lee können wir. Ja, Lee können wir eigentlich was geben, ne? Das ist ja eigentlich. Da will ich hin, genau. Dann wollen wir mal die Druckerpresse abgeben. Ah, und da ist auch wieder Pinky. Kuckuck, Pinky. So, hier war das, glaube ich, die Martha. I wish my son would stop dreaming about a life of adventure. Why can't he just have a peaceful life here in Portia? Vielleicht auch nicht wirklich. War das dann? Nö, muss ich hier rein, vermutlich. Ja, Portia Times, das könnte es sein. Man munkelt. Ach, die Mai, ja, da ist sie. Ach, und wieder einer dieser Brüderchens. Hey, wie geht es dir? Oh, ist das eine Druckerpresse? Im Büro in Atara hatten sie einige von denen. Wow, ich kann es gar nicht fassen, dass wir eine davon in unserem Büro haben werden. Vielen Dank. Ich habe im Moment zwar kein Geld, aber wenn unsere Zeitung mehr einbringt, bezahlen wir dich später mit Zinsen. Wie klingt das? Das klingt knorketastisch. Da ist das Ding. Die gute Druckerpresse. So wollen wir das. So, können wir die jetzt anschnackseln nochmal. Unterhalten. Oh, da ist sogar noch eine englische Zeile gewesen. Das muss verbessert werden. Alles können. Einer der Hula. Ach, ist das das erste Mal? Es gibt tatsächlich noch Leute, die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist bedenklich. Naja, das wird schon alles. Wir werden die ja Stück für Stück kennenlernen und... Komm, wir müssen noch mit einigen Leuten reden. Oh, eine Truhe. The safety of Portia is my... Jojo, alles gut, alles gut. Dann schnappen wir uns natürlich auch noch diese Truhe. Wir werden ja schön blöd, wenn nicht. Aprikosensaft, wollte ich schon immer. Cody, alter Knabe. So, wen denn noch? Ja, denn Albert, komm, den schnacken wir auch nochmal an. Most of the newer houses in... Ja, gab nur einen dazu. Und natürlich Pauli. St. Pauli. So. Nee, ich will doch eigentlich schnacken. Nein. So, machen wir es so. Once. Ein echter Kerl, der Pauli. So, und dann können wir mal, ja, einen Auftrag, einen brauchbaren Namen haben wir hier nicht. Ja, reden wir erstmal hier mit Gast, oder wie der heißt. Genau, Gast. Hoho, ich bin ja richtig gut. Er ist zwar ein Einwohner, aber gleichzeitig ein Gast. Das ist irgendwie herrlich. So, uiuiui. Hier läuft hier einiges rum, aber auch einiges, das man hier kaputt hauen kann. Ach komm, nehmen wir auch den Herrn Marienkäfer. Heute nehmen wir alles, was kommt. Also fast alles. Ein paar Panbats, ja, warum auch nicht? Die Pandamäuse, die sind auch meins. Blauer Schal, okay. Och, die sind ja irgendwie ziemlich gebrechlich. So, komm, auch mal mit. Mal sehen, ob wir dann auch das Riesenviech bekommen. Wobei das ja eher gegen Abend auftauchen würde. Ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr rumklatschen quasi. Aber trotzdem, man kann ja schon mal hier ein bisschen Vorarbeit leisten. Das bringt ja auch niemanden um, also abgesehen von den Fandamäusen. Aber ein bisschen Schwund ist ja immer, wie ich immer so schon sage. Eine Pandamaus. Ach, dich mache ich mal mit der Axt oder auch nicht. Dann eben nicht. Sei doch mucksch. Ey, jetzt kommt sie wieder her, ne? Das ist aber hier
Ja, auch mit der Axt geht das. Wunderbar. Ich wollte schon sagen, ein Mann und sein Werkzeug, aber das ist ja hier eine Dame, die wir spielen. Dann eben eine Dame und ihr Werkzeug. Das ist ja egal. Das sind wir ja mal nicht so. So. Dich auch mal hier ein bisschen kaputt hauen. Und dann geht's weiter. Okay, Inspektion ist vorbei. Wir sollen morgen wieder unsere Post checken. Die Nachricht ist mir, glaube ich, auch neu, dass wir da überhaupt Bescheid bekommen. Aber interessant. Wie gesagt, einige Änderungen in Updates. Auch viele, die nicht genauer beschrieben wurden, wo man wirklich in den Update-Notes gucken muss und nicht nur in dem, was drumherum noch geschrieben wurde, über die Kernfeatures. Also da war ich echt regelrecht begeistert, als ich gelesen habe, was da so alles mit drin ist. Kann man sich nicht beschweren. Vor allem diese Fertigungsanlage, die neue, die Stufe 3, die werden wir zwar noch lange nicht bauen können, vermutlich, weil die 2er ja schon Platz ohne Ende gefressen hat. Aber wir haben sie. Das ist doch schon mal was wert. Und ich glaube, bis ich am Ende des Contents angelangt bin, wird es auch noch ein bisschen Zeit durchs Land gehen. Oh, ein Vampanda. Das ist doch schön. Ey, gehst du mal kaputt? Du sollst mich doch nicht kaputt machen. Schäm dich. Los, Sitz, Platz. Haha, flexible Faser. Und viermal feines Fell ist auch gar nicht mal so unschön. Also ich würde mal sagen, das läuft bei uns ziemlich knorke. Oh, der hat hier auch richtig Spaß, der Marienkäfer. Also der ist ja mit einem Elan dabei. Mint, was bist du denn für... Na, gut geschlafen. Gale is onto something. By upgrading Porsche's infrastructure, we can really jumpstart the surrounding economies as well. Ach ja, das war ja der Typ, der da helfen soll oder so, ne? Nur der ist ja fleißig dabei. Ganz, ganz fleißig. Hust. So, ein buntes Lama. Rama Lama Ding Dong. Haben wir da auch eine Portier-Haltestelle oder was ist das? Was ist denn das? Ach, das ist wohl für die Straße schon. Wegweiser noch Portier inklusive Zahnbürstenwährung oder was soll das sein? Fresh, fresh. Okay, ja, das ist okay. Oh ja, dann können wir eigentlich mal gucken, ob wir noch ein paar Kristallises finden. Wie viel Platz haben wir im Inventar noch? Doch, locker. Wenn wir dafür keinen Platz haben, dann haben wir für gar nichts einen Platz. Und ich glaube, das Angelsystem wurde, glaube ich, auch... Ach, ich brauche Angelrute. Ich erkenne das Problem. Wieso habe ich die Angelrute nicht? Müssen wir mal ausrüsten demnächst. Weil ich glaube, das Angelsystem wurde auch angepasst. Also ihr seht, vieles, vieles Neues. Das macht echt Mut so Richtung Release, was da noch alles vielleicht kommen wird. Ohnehin sich ja wirklich die große Stärke von My Time at Portia gegenüber Stardew Valley zum Beispiel in den Quests. Die finde ich hier deutlich, deutlich besser als bei Stardew Valley. Ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr beide Spiele schon mal gespielt habt. Aber für mich, für mein persönliches Empfinden ist das so. Genauso wie Harvest Moon, wobei ich jetzt die neueren Harvest Moons noch gar nicht so wirklich gespielt habe. Irgendwann war bei mir einfach die Luft raus. Und ich habe Stardew Valley damals,
dann um einiges mehr gespielt, als ich je überhaupt irgendein Harvest Moon gespielt habe. Weiß nicht, irgendwie hat es mich mehr gecatcht. Oh, da haben wir auch noch die Truhe. Gibt es hier keinen normalen Weg, da hochzukommen? Muss doch irgendwie möglich sein. Naja. Da fällen wir eben nochmal ein Bäumchen. Königlicher Honig. Besonderer Gegner. Habe ich nicht schon mehr davon? So besonders ist der, glaube ich, gar nicht. Aber kriegen trotzdem eine Benachrichtigung. Das scheint auch was Neues zu sein. Ich habe jetzt auch nicht alles in den Update-Notes durchgelesen. Von daher überraschen auch mich noch die ein oder anderen Dinge. Das macht es ja umso schöner. Oh, noch eine Truhe. Weg mit dir, beziehungsweise her mit dir. Och, Aroma-Apfel, das ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Und wieder ein königlicher Honig. Ach, wird wohl offenbar nur beim ersten. Ich weiß nicht, ob der erste im Inventar, das man derzeit hat, oder ob einfach der erste, den man überhaupt aufsammelt und quasi neu gerechnet wird, weil das, die Benachrichtigung erst jetzt mit dem Update drin ist. Aber gut. Dann gehen wir mal nach Hause, ordnen noch ein paar Dinge ein und ja, dann kann man mal langsam sehen, dass man ins Bett huscht. Hören wir denn hier? Place Trap. Ach so. Ach ja, man kann ja jetzt, glaube ich, bunte Lamas auch reiten. Ja. Und deswegen kann man die auch fangen mit den Traps. Ach, da gibt es quasi Sollfallenstellen, mehr oder weniger. Sollfallenstellen zum Fallenstellen. Fast schon poetisch. Die sind aber auch ein bisschen kleiner geworden. Könnte das sein? Ja, die brauchen weniger Platz jetzt. Das war's aber auch. Na gut, dann können wir ja alles hier so nebeneinander stellen, mehr oder weniger. Soweit es halt Sinn macht. Okay, Essen und Bauernkram. Öffnen wir mal und gucken, was wir hier so lassen können. Tierfett sieht zwar nach Essen aus, ist aber nicht. Kacke sieht nach Nutella aus, ist es aber nicht. Das können wir reinpacken. Käferei. Sieht auch lecker aus, aber irgendwie nein. Gummifrüchte. Ja, das könnte man sicherlich essen. Ah, den Saft auf jeden Fall weg. Und Honig. Ganz klar den Honig wegpacken. Und den Apfel hier. So, damit hätten wir, glaube ich, mehr oder weniger alles. Oh, jetzt kann man eigentlich alles reinpacken an Metallen, weil jetzt müssen wir ja nicht mehr in der Hand halten. Das bedeutet, wir brauchen da noch eine zweite Box, machen aber beim nächsten Mal. Aber schon mal so ein bisschen in der Hinterhand das Ganze behalten. Dass das gar nicht mal so schlecht wäre. So, können wir jetzt schon mal ein paar Sachen wegpacken. Und alles andere sieht man ja dann. Wir brauchen ja nicht mehr so viel. Oh ja, Kohle, das können wir auch. Ah ne, können wir nicht. Gut, dann brauchen wir Rohstoffe und verarbeitete Stoffe. So, Teile können wir hier auch nochmal. Falls wir Teile haben. Jo, diese Dinger zum Beispiel. Das kann da rein. Das hätte auch da rein gemusst. Wir haben keinen Platz mehr. So ein Sheet. Monster-Loot, davon können wir einiges loswerden. Hab ich mir sagen lassen. Nee, Kot war tatsächlich auch ein Loot. Man mag es kaum glauben. Was brauchen wir denn noch hier? Das ist auch... Das kann... Oder? Ja, nein, vielleicht. Ist jetzt einfach mal so. Ach, die Kristalle hätte ich auch noch ablegen können. Aber egal, man muss ja nicht alles machen.
So, jetzt können wir auch Theo praktisch alles an Holz loswerden. Ich bin mal so frei. Einmal nochmal hier das Monster-Loot-Gedöns für die hier. Und habe ich auch die? Nein. Die habe ich nicht. Das hier? Ja, Tatsache. Einen hatte ich da schon drin. Wunderbärchen. Na gut, dann gehen wir doch einfach mal hinein in unser schönes Zuhause und beenden die Folge noch nicht. Ich will hier doch noch was platzieren. Da! Wo platzieren wir denn das schöne Teil hier? So, zack. Ah, nee. Das nehmen wir nochmal. Nee, das geht nur in eine Richtung. So, so ist das doch schön. Och, ist das schön. Eine wahre Schönheit. Und jetzt können wir schlafen gehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.